Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ich entwickle mich im Discord, denn ich will heute mal die Windmühle bauen und die Weberei. Und ja, wir schauen mal, was uns das beschert. So, jetzt. Also das ein bisschen blöde ist, ich habe das mit der Fähigkeit gerade ausprobiert. Ich muss aufstehen, um die zu benutzen und dann kann ich mich erst wieder hinsetzen. Ja, das geht ja noch, wenn du es auf einer geraden Stelle machst. Ja, klar. So, ich will bauen. Bauen. Ich brauche... Eisennägel, Stein, Holz. Eisen haben wir noch. Stein haben wir hier. Holz haben wir da. Zehn. 20. 30 dafür. Und für das andere brauche ich nochmal 10 extra Nägel. Gut. Das kann da raus, dann brauche ich Edelholz. Oh, jetzt muss man wieder farmen gehen. Was müssen wir eigentlich nicht farmen? Nö. Das können wir schön in der Ebene farmen. Nein, was müssen wir eigentlich nicht farmen? Wir brauchen immer irgendwie alles. Ja. Geil! Mit 50 Einheiten kann man in die Windmühle schmeißen, ne? Und da kommt dann sicherlich Mehl raus. Null verarbeitet, genau. Also die Windmühle steht. Oh, lol, das Rad dreht sich mit. Oder wie? Geil. Nee, welches Rad? Das von der Windmühle. Dafür ist eine Windmühle da. Achso, du dachtest, dass das stationär einfach so ist. Nur Deko. Nee, das schon, aber dass das, ja, dass sich da das Windmühlenrad nicht mitdreht. Ich glaube, die muss ich nochmal aufstellen und woanders hinsetzen. Und jetzt war noch die Weberei. Da kann man auch irgendwas reinmachen. Ich muss erstmal hier das Ding weiter erweitern. Oh. Okay, erstmal ein kleines, dann ein großes. So. So. Muss ich jetzt tatsächlich einen Ticken größer bauen hier? Wow. Ich hau die Steine erst einmal raus. Guck mal, das so. So. Und so, dann kann das weg. Das kann weg. Dann kommt da. Oh, jetzt habe ich schon wieder so ein Met gesoffen. Ich dulli. Noch einmal das. Ist beim Uraltenportal noch eine Werkbank? Ja. Kannst du mir da einen Hammer mal kurz in die Kiste bringen? Da ist einer in dem Haus. Okay.
wo das Portal ist. Was? Da ist ein Haus? Na klar, da haben wir doch unseren Respawn-Dings gesetzt, wo wir hier Dings gefarmt haben. Silber. Ne, schau mal auf der Map, uralten Portal. Achso, ne, da dürften wir Gorkins mehr haben, dort ist alles zerstört worden. Achso, da habe ich noch die Marke für einen Portalpunkt. Ja, das Portalding ist noch da, aber ich glaube keine Werkbank mehr. Da dürfte keine Werkbank mehr sein. Wäre aber schön, wenn da eine ist. Reparieren wäre mir doch schon lieb. Ja, dann anhalten. Und... Da steht einer. Kannst du mir kurz einen Hammer bringen, zufällig? Noch eine extra Wünsche. Noch was zu essen, ein Met oder so. Und dass du pünktlich da bist, wenn ich da bin. Nö, also jetzt sowieso. Also wenn du jetzt sagst pünktlich, nö. Du hast mich vorhin eiskalt. Du hast mich vorhin eiskalt zurückgelassen. Keine drei mehr. Du kommst selbst zurecht. Hm. Übrigens, danke, in der Kiste ist ein Hammer. Was kann ich dafür? Woher soll ich wissen, dass hier in dieser Kiste ein Hammer ist? Das Hammer. Ich brauch Holz. Das mit der Windmühle sieht so geil aus. Die baue ich direkt bei den Feldern auf. Das steht fest. Ja, die passt da richtig geil hin. Du willst mich doch verarschen jetzt, ey. Wenn ich den jetzt da hinsetze, müsste man eigentlich rankommen. Spinnrad, genau. Und hier müsste das rauskommen. Es kann sein, dass wir dafür wirklich irgendwie die Lux tamen müssen, um da an Zeug zu kommen. Wovon redest du gerade? Von dem Spinnrad. Könnte sein. Die 6. Ich will da so kleine Wände gern da hinten haben. Da eine. Da eine. Da eine hin. So ein Teil. So. Und weg am Sumpfportal. Nicht Sumpfportal, Ebenenportal. Naja, ich mache hier noch ganz kurz. Also, das lasse ich mir jetzt so nicht nehmen, das will ich jetzt noch gebaut haben. So.
Und jetzt hier noch die Mühle neu aufbauen. Sollte mir echt mal das Portal markieren. Wo war das? Okay, ich muss erstmal einebnen hier, lol. Wie groß oder warum? Nee, Fläche ist nicht eben genug. Wo haben wir sie denn, die wunderschöne Ho? Da ist sie. Neues Bauobjekt Flachs. Können wir jetzt anpflanzen. Muss die Ho dann auch nochmal in die Hand nehmen. Ah, red dich ja dann. Vielleicht. Das könnte man aus Flachs machen. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt hier... Nö, das ist auch einfach nur eine Idee von mir gerade. Ich kann jetzt so Flachs und Gerste anbauen und das war's. Warte mal, ich habe den Rechen, hä? Wo ist denn die Ho? Hier. Sieben. Boden einebnen. Befestigen. Nämlich das gleich da hinbauen. Aber das mit der Ho, das Boden befestigen, ne? Das ist dafür da, dass man sich wirklich Wege machen kann. Da kannst du dir im Wald einen Weg machen, wo du mit dem Kahn rumschippern kannst. Ja, jetzt ist das hier schön eingeebnet. Oh, nice. So. Nur die dreht sich tatsächlich mit. Geil. Ich stelle mich hier nochmal kurz auf, Karin. Jo. Shane, 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 da müssen wir mal lunzen, was wir da reinmachen können. Ein Bündel Gerste, ungesponnene Fasern einer Flachspflanze.
Wollen wir doch mal gucken. Achso, ich brauche den Rechen dazu. Gesund, okay. Oh, schon wieder den falschen mitgefangen. Gesund, ah, okay. Dann brauchen die wohl ein bisschen Abstand zueinander. So. Kannst du mal bitte hier rauskommen, gucken, ob das alles gesund ist, was ich anpflanze? Gesundes? Ja. Aber wenn du es anguckst, steht dann in Klammern dahinter gesund oder nicht gesund. Kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Scheiße. Steht bei der Gerste. Scheiße. Bei dem kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Scheiße. Da müssen wir uns in der Ebene noch einen Platz suchen, wo wir das anpflanzen. Und dann immer hin und her transportieren. Ja gut, das geht ja. Kann man ja durchs Portal tragen. Aber ja. Trotzdem kacke. Ach, und den Flachs machst du dann hier rein. In das Spinnrad. Ja, okay. Da wir noch ein bisschen was haben, wie viel haben wir denn? 21. Jetzt haben wir noch 10 davon. Und 10 davon. Will ich mal was gucken, ja. Hightech hier. Meine ich ja, das ist für die Zeit das Tech-Zeitalter, wie bei Ark. Das Ding mit der Träne sieht so geil aus, der Tisch. Aber gut, Spinnräder hatten sie ja früher auch und Zahnräder. Es gibt ein neues Schwert. Eigentlich steht aber bei mir, der Tisch hat nicht genug Schutz. Hier. Nimm auf. Ui. Ui. Gibt ein neues Schwert. Ich weiß jetzt schon, was du dir holen wirst. Die Keule, das Stachelschwein. Ja, genau. Ich will erstmal gucken, wie viel Damage die macht. 50 Stechen, 45. Nee, da ist das Schwert besser, was wir jetzt aktuell haben. Hauen. Und das Schwert? Hätte eiserne Streitkolben. Hauen 55, Stachelschwein hauen 50. Schwarzmetallmesser, Schwarzmetallschwert macht Schlitzen 95, unsers macht Schlitzen 93, ja gut. Das ist ein Ticken besser. Hey, meins ist nur auf Stufe 3. Na dann, tu's upgraden. Warum hast du mich nur in Stufe 3 gemacht? Vielleicht hat man nicht genug Silber. Gepolsterter Helm, ein edler Helm, der dennoch angenehm zu tragen ist. Gibt es keinen Bonus irgendwie? Gepolsterte Brust. Edles, gearbeitet und stabil genug, um selbst den schärfsten Klingen zu trotzen. Eisen und Leinenzwirn brauchen wir dazu. Findest du kurz auf? Moment. Rüstung 26. Rüstung 26. Wie unseres momentan. Wir werden auf das Gepolsterte gehen. Das gibt uns wieder mehr Rüstungswert.
und das upgraded ist. Ja. Ich weiß, warum ich nur Stufe 3 habe. Und? Holz kein Problem, Lederreste kein Problem, 9 Eisen weiß ich nicht und 60 Silber. Was das Hauptproblem ist, wir haben ganze 13. Ja, müssen wir noch was farmen gehen. Ja, egal. Das Schwert überspringen wir ja sowieso. Das Schwert? Warum willst du es? Achso, meinst du, ja, klar, wenn wir genug von dem Zeug haben. Warum soll ich es jetzt auf Stufe 4 upgraden, wenn ich mir eh bald oder irgendwann mal das andere mache? Ey, ich, weil ich das sonst immer auf der 7 habe, ich krieg das Kotzen, ey. Warum hast du es jetzt nicht auf der 7? Weil ich da die Tränke hab. Sonst hab ich ja immer Dings auf der 7. Den Hammer. Guck mal, ob der Tisch genügend Schutz jetzt hat. Ja. Gut. Ich kann in dieser Werkbank nichts craften, geil. Nee, das ist doch wie mit diesem Steinmetz. Da kannst du nur ein Steinrad drin craften, das war's. Für mehr ist das nicht. Achso, ich will hier draußen noch eine Kiste hinstellen, warte. Die werde ich hier daneben platzieren. Da können wir dann alles aus dem Spinnrad reinmachen. Wir müssten eventuell mal Tag machen. Ich brauche Wind aktuell. Ich lieg schon. Ja, Moment, ich will noch schon was zu futtern holen hier und das hier machen. Jojo! Ist immer noch kein Wind. Shit. Ja, also müssen wir in der Ebene definitiv die zwei Gerste und Weizen anbauen, damit wir ja, neue Sachen machen können, weil wir auch uns dann definitiv die neue Rüstung, denke ich mal, machen werden. Mhm. Die allerdings dann wiederum nichts für Schneegebiet ist. Aber wenn wir jetzt dann die neue Rüstung haben plus die Knochenwanstfähigkeit, dann stecken wir ja noch weniger Schaden ein. Geil. Ja, ich beende kurz die Folge und ja. Jo. So, da haben wir jetzt einen Webstuhl und eine geile fette Windmühle, die gerade nicht arbeiten will, was ich scheiße finde. Ja, mal schauen, was wir dann hier rauskriegen. Ich hoffe, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.